Der Schatten der Liebe. Freunde, heute möchte ich mal ein Thema ansprechen in der Schattenarbeit, welches vielleicht auch gar nicht so verständlich ist. Ja? Vielleicht, gerade wenn man auch aus spirituellen Kreisen kommt, dann ist ja alles immer bedingungslose Liebe und wir müssen uns lieben und alle anderen lieben und ich weiß nicht was. Ja? Und da ist es einfach wichtig, dass wir eben das Ganze aus einer psychospirituellen Sicht sehen. Das heißt eben nicht nur aus, was ist jetzt in den höchsten Höhen dann noch vorhanden und die reine Essenz und was ist aber auch noch weit unten auf der materiellen Ebene, auf der Materieebene und auch in der psychischen Ebene einfach noch da und muss auch integriert werden und auch angeschaut werden und eben in dem Sinn auch geheilt werden. Ja. Und der Schatten der Liebe könnte dann zum Beispiel sein, und vielleicht kennt ihr das auch, ja, und wir haben ja von, wenn wir jetzt von Liebe sprechen, ja, dann nehmen wir lieber die Liebe, die wir psychisch und menschlich kennen, als jetzt die absolute bedingungslose Liebe, die reine Essenz, ja, weil die ist ja dann eben die eine völlig andere Ebene, ist eine völlig andere Frequenz. Das ist ja dann eben, da gibt es ja vielleicht dann auch keinen Schatten der Liebe mehr, ja, vielleicht, ich weiß es ja nicht hundertprozentig, ja, ich hab auch schon Einsichten bekommen dürfen, wo ich denke, ja doch, ich glaube, da könnte in dem Sinn kein Schatten mehr der Liebe vorhanden sein, aber weiß ich nicht. Wir müssen einfach sehen, das sind verschiedene Stufen, ja. Wenn hier oben die absolute Essenz der Liebe ist, dann ist hier unten vielleicht so die Liebe, die wir so zu der Materie oder sowas empfinden können. Ja, ist einfach eher dann die tiefere Liebe im Sinn von, ich mag etwas oder ich finde es ganz okay oder ich weiß nicht was. Ja. Ist mir egal, aber bitte versteht das nicht irgendwie. Ich möchte auch all diese Skalas von Frequenzen aus der spirituellen Szene würde ich hier vergessen. Ja. Für Schattenarbeit, für Selbsterforschung, für innere Entwicklung würde ich das sofort vergessen. Ja. Das ist meine Empfehlung. Weil ich einfach gemerkt habe, wir tendieren dann wieder uns selbst damit zu verwirren und abzulenken und dann versuchen, irgendwo hinzukommen, anstatt dass wir eigentlich da anfangen würden, wo wir sind. Ja? Und das ist dann irrelevant, wo wir gerade sind. Es ist scheißegal, ob ich dann hier unten bin oder da oben bin, drauf geschissen, wirklich. Weil es hilft dir schlussendlich nicht, wenn du denkst, oh Gott, ich bin jetzt erst hier, aber ich muss eigentlich hier hinkommen, weil da oben ist erst die absolute Liebe. Oh Gott, wie mache ich das? Ich muss ja unbedingt hin. Sonst geht es mir nicht gut. Und dann geht es den anderen nicht gut. Und dann ist... Ja, du merkst, was dann passiert. Dann kommt totaler Stress, totaler Druck. Völlig unnötig. Was aber Liebe in dem Sinn auf der psychischen Ebene ein Schatten sein könnte, ist zum Beispiel, wenn wir das in Beziehungen sehen, und dann zum Beispiel totale Vereinnahmung von einer Person haben. Ja, dass ich den anderen so sehr liebe, dass ich nicht mehr ohne den kann. Ja. Und das ist dann klar eine Form von Liebe, wo man dann auch diskutieren kann, ist das noch Liebe? Ja, weiß ich nicht, ist aber wie eigentlich egal, weil für den Mensch ist es real. Ja, das ist alles, was zählt. Für den Mensch ist das Gefühl real. Ich kann nicht ohne den Menschen. Okay, easy, kein Problem. Die andere Form wäre zum Beispiel dann übersteigerte Selbstliebe, was dann vielleicht auch in Narzissmus enden kann. Und da gibt es natürlich dann ganz, ganz viele Abstufungen und Formen und so weiter und so fort. Ja? Aber das sind mal so zwei Beispiele, damit du dir vorstellen kannst, was könnte ein Schatten der Liebe sein. Ja? Und wie wir jetzt damit umgehen, ist eigentlich relativ, relativ simpel. Ja. Und zwar dürfen wir uns einfach darin üben, eben dort anzufangen, wo wir sind. Ja. Wenn es dann ist, im Sinn von, eben ich kann nicht ohne den anderen leben, dann muss ich erstmal das ich finde das Beispiel auch der anonymen Alkoholiker ganz schön. Und jetzt nicht irgendwie, um das irgendwie gleichzustellen oder sowas, aber einfach um ein Beispiel zu geben, weil dort geschieht in erster Linie immer vollkommene Akzeptanz. Deswegen starten sie auch mit Hallo, ich bin Silvan und ich bin ein Alkoholiker. Ja. Das heißt,
Sie gestehen sich erst einmal zu, okay, da ist was, was für mich belastend ist und ich komme nicht umhin, das anzuschauen, weil wenn ich es einfach versuche wegzumachen, dann stürze ich wahrscheinlich in eine andere Sucht. Das hat man vielleicht auch schon mal erlebt. Wenn ich von einer Sucht weg will, einfach so, dass man dann vielleicht eher eine Tendenz hat, in eine andere Sucht zu kippen. Und das ist einfach, weil das Suchtthema an sich noch nicht gelöst ist. Ja? Und da kann man dann mit Lebensprinzipien zum Beispiel das erklären, mit dem Fischeprinzip oder was auch immer. Ja? Dass man dann, anstatt dass man das, was wirklich hinter dem Vordergründigen wäre, was auch in dem Sinne die Schattenarbeit weisen würde, das heißt, dass ich eben versuche, hinter das, was offensichtlich ist, dahinter zu forschen, mich da hineinzuarbeiten, Schrittchen für Schrittchen, um nachher zu sehen, was ist denn eigentlich dahinter? Warum habe ich denn dieses Verlangen nach einem Menschen und kann nicht einfach nur für mich sein? Ja? Und dann kommt man so umhin, dass man vielleicht früher zu wenig Liebe bekommen hat, zu wenig Aufmerksamkeit und deswegen braucht man das jetzt unbedingt von jemand anders. Ja? Anstatt dass man jetzt das durchschauen würde und sagen könnte, okay, ich habe, da ist was, da ist irgendwie so eine Sucht von Abhängigkeit. Was ist jetzt dahinter? Und dass man dann vielleicht Schrittchen für Schrittchen dahinter kommt, okay, ich habe da zum Beispiel eben eine sagt man, Hemmung oder eine Selbstliebe-Hemmung oder weiß nicht was, oder ein Defizit und ein Mangel. Und dass man dann das wieder anfängt, sich selbst zu geben. Ja? Aber das ist jetzt so einfach gesagt, ja, weil oftmals kann es, also es kann auch sein, dass man eben nicht einfach so leicht daran kommt. Dass man eben genau sagen muss, okay, nee, ich komme jetzt nicht an diesen Punkt, wo ich sagen kann, ich muss nur mich selbst lieben und versuche dann alles Mögliche, um mich selbst zu lieben. Anstatt dass man einfach dort anfangen würde, wo man gerade ist, ja. Und das heißt jetzt zum Beispiel zu sagen, eben ich brauche andere Menschen. Und warum, weiß ich noch nicht so genau. Und erster Schritt in dem Sinn von diesem Schatten der Liebe wäre dann die reine Akzeptanz. Ja? Dass ich erst einmal mir bewusst mache, okay, ich habe diese Tendenz, das ist auch diese vier Phasen, die ich anspreche, die vier Heilungsphasen, die ich in meinem Schattenarbeit-Audiokurs anspreche, auch kurz anspreche in den Podcast-Phasen eines Heilprozesses. Dass man sich der erste Schritt ist so ich sag dem Analyse, ja, aber einfach nur, weil es in meiner Arbeit so ist. Aber schlussendlich ist es auch einfach eine Bewusstmachung, ja, Analyse/Bewusstmachung, okay, wo ist jetzt genau das Problem? Ah, das Problem ist, ich habe eine Tendenz, mich abhängig zu machen von anderen Menschen. Okay. Krass. Und dann ist der zweite Schritt, dass ich dann in die Akzeptanz komme und sage, okay, es ist okay. Erst einmal eben, okay, ich bin ein Mensch, der hat eine Tendenz, sich abhängig zu machen von anderen Menschen. Und ich würd da auch nicht zu sehr in die Identifikation gehen, ja, wie das oftmals gemacht wird mit Diagnosen auch. Wenn man zum Beispiel eine Diagnose bekommt und bitte verzeiht mir jetzt, ich will euch da nicht unnötig triggern oder sowas, aber ich finde es wichtig, dass man es auch mal anspricht. Zum Beispiel, wenn man die Diagnose bekommt, du bist depressiv oder ich habe eine Depression, dass man sich dann womöglich damit vollkommen identifiziert und sagt, oh, ich bin jetzt einfach ein Depressiver. Ja? Ich bin depressiv, ich bin ein depressiver Mensch. Und dann, je mehr man dieses Konstrukt aufbaut, desto mehr ist man dann nur noch depressiv. Ja? Und hat das Gefühl, ich bin einfach nur ein depressiver Mensch. Anstatt dass man eher im Sinne der inneren Anteile das sehen würde und sagen würde, okay, ich habe einen Anteil, der ist lebensfreudig, ich habe einen Anteil, der ist depressiv, ich habe einen Anteil, der ist ängstlich, ich habe einen Anteil, der ist mutig, ich habe einen Anteil, der ist väterlich, ja, was auch immer. Und deswegen würde ich es eher so formulieren und es ist vielleicht auch einfacher anzunehmen, wenn ich sage, okay, es gibt etwas in mir,
Es gibt eine Figur, eine Rolle, ein inneres Kind, was auch immer, das diese Abhängigkeitstendenz hat. Ja? Okay, easy, gut. Und dann, wenn man sich damit wirklich mal verbunden hat, vielleicht auch das durchgefühlt hat, in den Körper genommen hat, sich eine Zeit lang genommen hat, um das in sich zu verdauen, ja? Nicht umsonst ist auch das Krebsprinzip ein ganz wichtiges psychologisches Prinzip, wenn euch das interessiert, ja, ist einfach nur so am Rande, weil dort eben dieses innere Ausdifferenzieren passiert, ja, so dieses Fühlen. Der Krebs ist auch das ganz Fühlige, das Kardinalfühlende. Das heißt, dort geschieht Fühlen zum ersten Mal. Und das ist eher in sich, ja, dass man das durchfühlt. Was macht das jetzt mit mir? Okay, ich habe einen Anteil, der hat diese Abhängigkeitstendenz. Okay, was macht das mit mir? Vielleicht auch im Körper und so, ja. Und dass man dann nach und nach spürt, wie sich das wandeln kann. Dadurch, dass ich das akzeptieren kann und auch erst einmal annehmen kann, sagen, okay, ich habe diese Tendenz. Naja, okay. Es ist schon okay, ja. Ist im Moment schon okay. Ich komme dahinter, ich sehe dann vielleicht auch eher, bei welchen Menschen falle ich in diese Abhängigkeit und bei welchen eher nicht. Gibt es vielleicht dann Menschen, die immer gleich sind und andere, die vielleicht viel, viel gesünder wären für mich, die lehne ich einfach irgendwie ab, weiß nicht warum. Und wenn man sich da immer mehr so rein akzeptiert, rein annimmt und rein so erforscht, spürt man auch immer mehr, was hängt dann alles zusammen damit. Ja? Und das ist so der auf jeden Fall der subtile Prozess, ist der easy, der einfache, der, sagt man denn nicht einfache, der sanfte Prozess auch. Ja? Dass man eher so easy damit umgeht, mit dem ganzen Schatten. Und würde ich dir vor allem empfehlen, wenn du ein sehr, sehr feinfühliger Mensch bist oder ein sehr, sehr oder halt eben auch jemand, der sich sehr stark verkopft auch. Weil wir haben dann das Gefühl, mit dem Kopf können wir ganz große Sprünge machen, wenn wir nur die richtigen Erkenntnisse haben und vergessen dann dieses reine Spüren. Ja? Da musst du einfach so ein bisschen wissen, was bist du für ein Typ. Ja, es gibt auch Methoden, die gehen sehr tief, sehr schnell, sehr tief, auflösen und so weiter. Aber was ich beobachte, ist, dass du die Integrationszeit immer brauchst. Ob du jetzt einen schnellen Heilungstrigger setzt und nach einer Woche brauchst, um den zu integrieren, all das, was da hochgekommen ist, oder ob du den starken Trigger nicht setzt und einfach eben easy rangehst, genau da, wo du bist, fühlen, eine Woche lang fühlen, 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 dass du vielleicht nach einer Woche genau die gleiche Erkenntnis oder den genau gleichen Effekt, wie wenn du anfangs diesen starken Trigger gesetzt hättest, nur hast du es einfach vielleicht ein wenig sanfter gemacht, ja. Das ist wie eine Frage. Ich mag manchmal auch so diese harten Trigger, diese harten Impulse, aber ich würde es nicht für den Einstieg empfehlen. Ja, wenn du noch nie mit Schattenarbeit begonnen hast oder dich damit beschäftigt hast, ich würde dir eher den easy Weg empfehlen. Ja, nimm einfach nur das wahr, was gerade da ist. Und nimm es in die Stille, nimm es zu dir, nimm es in dich hinein. Und dann irgendwie wie das Krebschen auch einfach auseinandernehmen. Ja? Zu spüren, nachspüren. Was ist das genau? Was bedeutet das jetzt für mich? Oder wie fühlt sich das an für mich, wenn ich diese Abhängigkeit habe? Ja? Ja, aber das ist wirklich sehr, sehr einfach gesagt. Ja? Und ich verstehe auch total, wenn das einfach zu viel ist, auch um nur schon das zu hören vielleicht sich damit zu beschäftigen. Ja? Und da möchte ich dich einfach ermutigen, dass du da jemanden für dich findest, der dich da durchbegleiten kann oder für dich Methoden findest oder dir einen inneren Raum schaffen kannst oder überhaupt einen geschützten Raum schaffen kannst, wo das für dich möglich ist. Ja, und eben, dass du easy damit umgehst. Ja. Schatten können sehr, sehr heftig auch sein. Ja. Gerade wenn sie auch gegen allgemeine Moralvorstellungen gehen. Ja. Zum Beispiel, dass Liebe ja immer gut ist. Wie soll Liebe etwas Schlechtes sein? Ja. Und da gibt es einfach so Moralvorstellungen, Gesellschaftsvorstellungen, die sehr, 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 sehr stark aufgeladen sein können. Und dass man da erst einmal vielleicht auch gar nicht das für möglich hält oder halten kann,
dass das überhaupt dass es noch eine andere Seite haben kann. Ja? Genau. Und sonst, wenn du mal so eine Verständnisgrundlage brauchst, so ein erstes Annähern, auch auf einer erst einmal Wissensebene, ja, dass du mal so ein bisschen das Prinzip verstehst von Schattenarbeit, kannst du den Schattenarbeit-Audiokurs auf jeden Fall holen von mir. Der findest du unten in der Beschreibung. Da spreche ich alles Wichtige dazu an. Ich gebe dir auch mal zwei Übungen mit, wo du dich mal so ein bisschen rantasten kannst. Die sind auch eher noch easy, ja. Das ist nicht jetzt etwas, wo du eben sofort irgendwie alte Traumas oder sowas hochholst. Überhaupt nicht. Es ist easy, es ist, glaube ich, gut verständlich, es ist spielerisch, es wird auch mit Bildern gearbeitet, mit inneren Bildern, inneren Rollen. Und ich denke, so kann man da sich gut annähern. Und auch, es gibt eine Meditation, die auch recht easy ist, die erstmal so in deine innere Welt führt, die so zu deiner Urquelle führt. Und dort kannst du auch erst einmal Hinweise empfangen, die für dich wichtig sein könnten. Ja? Und das auch in Form von inneren Bildern. Ja? Es wird dir, ich will da nichts erklären, weil das ist viel stärker, wenn du einfach deine Innenwelt erfährst. Ja? Anhand von inneren Bildern und Symbolen und so weiter. Genau. Und sonst sag mir gerne, wie du das Video fandest, ob dir das was gebracht hat, ob du anderer Meinung bist, ob du, ich weiß nicht, sonst Fragen hast. Pack das gerne in die Kommentare. Abonniere auch gerne den Kanal, wenn dir das gefallen hat und mach das Glöckchen an. Und sonst darfst du auch auf Instagram schreiben oder ich bin auch mittlerweile immer wieder mal auf Clubhouse unterwegs, zumindest je nachdem, wann das Video jetzt herauskommt. Und genau. Oder melde dich für eine Session. Ja? Können wir uns auch mal annähern da und gucken, wo du gerade stehst und wo es gut und interessant wäre, mal da einzusteigen und eben mal in diesen inneren Prozess zu gehen. Genau. Und sonst wünsche ich dir eine gute Zeit und dann bis zum nächsten Mal.